Heute geht es endlich wieder los. Wir waren jetzt für ein paar Tage in Deutschland und sind gerade bei meiner Mama beim Mittagessen und dann geht's für uns an den Flughafen. Wir fliegen weiter nach Portugal zu der Hochzeit von meiner Freundin. Wir sind jetzt in Portugal gelandet, genauer gesagt in Porto, und meine Freundin holt uns gleich ab und dann machen wir noch einen schönen, gemütlichen Abend bei ihrer Familie. Schon wieder ist der neue Tag. Wir sitzen jetzt hier in der Altstadt von Braga, schauen jetzt, dass wir was Leckeres zum Essen finden und schauen uns dann ein bisschen die Stadt an. Wir haben uns jetzt noch spontan dazu entschieden, zu einer Wallfahrtskirche zu fahren, nämlich die Bom Jesus do Monte Kirche. Wir schreiben es aber nochmal dazu, dass es jeder lesen kann. Und die Kirche befindet sich sogar auf einem Hügel. Deswegen müssen wir erst mit dem Taxi hinfahren und von unten fährt dann die älteste Standseilbahn der Welt und die wird mit Wasser angetrieben. Sehr cool. War wohl leider doch nichts. Wir wollten jetzt gerade in unser Taxi einsteigen oder Uber oder was es genau ist. Leider muss man dann eine Maske tragen, wir haben aber keine Maske dabei, nämlich im Hotel. Es tragen hier eigentlich keine Leute mehr Maske, aber irgendwie ist dort dann Pflicht. Jetzt muss man auch noch eine Stornierungsgebühr von 2,50 Euro zahlen. Laufen jetzt zum Hotel, holen unsere Maske und dann schauen wir, ob wir überhaupt noch hingehen sollen. Wir sind jetzt hier oben angekommen bei der Wallfahrtskirche, man sieht es im Hintergrund, wollten eigentlich mit dieser Bahn hier hochfahren, aber der Taxifahrer hat uns komischerweise bis ganz oben hingefahren. Dann schauen wir mal, ob wir runterfahren nachher. Thank you.
Bevor es später auf die Hochzeit geht, wollten wir euch noch unsere Unterkunft zeigen. Also hier hat man zum Aufklappen eine Küche und die ganzen Utensilien und unser Schlafbereich. Das Zimmer gefällt uns sehr gut. Dann ein Tisch. Machen wir gerade ein bisschen Essen. Schöner Ausblick hier auf die Kirche oder Burg, was das da ist. Und dann noch ein sehr schönes Bad mit einer tollen Regendusche. Reicht vollkommen für uns. Heute ist der ganz große Tag von meiner Freundin. Heute heiratet sie. Wir sind schon sehr gespannt, wie es wird. Aber so wie ich sie kenne, wird es eh perfekt. Und hier im Hintergrund hat sie uns ein Auto hingestellt. Da können wir jetzt gemütlich zur Kirche fahren und danach zur Location. Und hoffen wir mal, dass es nicht zu hart wird. Also wenn ihr wisst, was ich meine. E o casal tem de ouvir o conselho do pároco. Eu, Catarina, por o meu esposo a ti e a mim, prometo te ser fiel, amar e respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Und jetzt geht's erstmal weiter zur Location, dann gibt's was Leckeres zum Essen. Jetzt ist schon wieder der Tag nach der Hochzeit. Wir mussten schon etwas früher aufstehen, weil es für uns wieder weitergeht. Aber gestern war es wirklich perfekt für mich, also wirklich eine perfekte Hochzeit. Es hat an nichts gefehlt. Alle haben getanzt, von jung bis alt. Es gab sogar noch ein Feuerwerk. Also wirklich richtig schön. War richtig cool. Das Essen war auch total lecker. Wie Silvana schon gesagt hat, hat an nichts gefehlt. Es hat so viel Spaß gemacht. Die Leute waren alle so cool und offen. Und für uns geht es jetzt mit dem Bus innerhalb von einer Stunde von Braga nach Porto. Und dann sehen wir uns dort wieder. Also, ciao.